Besonders beliebt zur Weihnachtszeit sind auch diese kleinen Dinger. Wer allerdings sein Hirn und sein Gedächtnis fit halten möchte, der sollte tatsächlich des Öfteren im Jahr mal zu Marone, zu Nüssen und zu Mandeln greifen. Und er ist keine Nuss, er heißt Peter Zenz und ist wie jeden Donnerstag natürlich auch heute bei uns. Hallo Peter. Kathi. Es geht tatsächlich heute, wir starten in die Weihnachtszeit. Mhm. Wir wollen ein paar Plätzchen backen und es geht aber hauptsächlich um die Nuss quasi. Erzähl uns erstmal, was hast du uns für Sorten heute mitgebracht? Was fällt dir spontan ein? Was gibt's auch bei euch zum Beispiel auf dem Hof? Ja, wirklich, die Weihnachtszeit ist ja eine richtige Zeit, um richtig mit Nüssen zu hantieren und Plätzchen zu backen. Und deshalb haben wir heute eine richtige Weihnachtsbäckerei aufgebaut. Und die Klassiker sind natürlich die Walnüsse, die Haselnüsse und die klassischen Maronen, die man sich schön im Ofen machen kann, jetzt zur Winterzeit, abends mit dem Glühwein, total lecker. Ich habe aber auch mal Krachmandeln mitgebracht. Das sind also die Mandeln, die man eben kennt hier, womit man dann nachher die Plätzchen so schön belegen kann. So sehen sie ja aus, wenn sie geschält und gekracht sind. Und ursprünglich ist die Mandel eben auch eine Hülsenfrucht wie die Nuss und ist dann eben auch mit einer dicken, harten Schale umgeben. So kennt sie wahrscheinlich kaum noch. Genau. Und eben auch zur Familie der Nüsse zählt die Kokosnuss. Deshalb habe ich da auch mal ein paar hingelegt, die man auch. Zur Jahreszeit aber nicht ganz. Auch doch, die gibt es jetzt auch in der Jahreszeit. Richtig lecker, so auf den Weihnachtsmärkten natürlich. Dagegen ist die Erdnuss. Da ist der Name Nuss mit dem Namen, hört eigentlich gar nicht dazu. Sollten aber Allergiker auch darauf achten, weil auch die Erdnüsse führen, genau wie andere Nüsse, zu allergischen Reaktionen, wenn man da empfindlich ist. Wogegen die Kokosnuss, die zur Familie der Nüsse zählt, eigentlich von jedem relativ unkompliziert gegessen werden kann. Wollen wir ein bisschen loslegen? Du hast ja hier einen Teig mitgebracht. Wenn man denn zu Hause backen möchte, wirklich höchstpersönlich, was kommt in so einen Teig rein, wer es noch nie gemacht hat? Ich habe jetzt einfach mal einen ganz normalen Mürbeteig mitgebracht. Der ist einfach schnell geknetet und habe hier so einen Multi-Ausstecher mitgebracht, wo man alles Mögliche einfach jetzt hier in den Teich drücken kann. Und das ist eine ganz nette Sache, eben auch wenn man jetzt mit Kindern in der Adventszeit backt. Da kann man hier verschiedene Formen machen, einfach schön reindrücken. Und ich gebe dir schon mal das Messer rüber, dann kannst du das schon mal rüberlegen. Ach, komm, ein Herzchen für den Peter. Ein Herzchen, ach wie toll. Erzähl uns nochmal, ich habe jetzt eingangs schon wieder so prahlerisch gesagt, die Nuss, die hält uns fit, unser Hirn. Ne? Man sollte wirklich häufig Nüsse essen, das ganze Jahr über. Warum? Was steckt da drin? Was sind das für Inhaltsstoffe, die uns... Ja, Nüsse sind richtig gute Nervennahrung. Nicht umsonst findet man die auch immer, das Studentenfutter heißt nicht umsonst so. Ja. Wenn man ordentlich denken will, dann muss da eine Menge Nuss drin sein. Denn sie enthalten B-Vitamine, Lecithin, Magnesium. All die Stoffe sind gut, um richtig klaren Kopf zu kriegen und flott zu denken. Sie, sie haben außerdem so eine gesunde Omega-3-Fettsäuren enthalten, die Nüsse. Die sind also vor allen Dingen sehr, sehr gut, wenn es darum geht, das Herz zu schützen. Und auch die dieser gesamte Mix ist eben wirklich sehr, sehr gut in der Nuss. Ich habe gesagt, gesunde Fette sind drin, aber leider auch viele Fette sind drin. Deshalb ist die Nuss jetzt im Vergleich zum Obst und Gemüse, was ich sonst immer mitgebracht habe, wo ich sage, da kann man so viel essen, wie man will, da sind eh kaum Kalorien drin, sollte man bei den Nüssen so ein bisschen in Maß genießen. Denn das heißt tatsächlich, man könnte sich eine Überdosierung zufügen. Nicht eine Überdosierung, aber eine Überdosierung an Kalorien halt, weil die Fettsäuren eben halt doch so ein paar Kalorien mitbringen. Deshalb sind Nüsse richtig gesund, wenn man abends so ein paar zum Fernsehabend knabbert oder sich ein paar Maronen eben warm macht. Alles ganz, ganz toll, sehr gesund. Und schützt auch vor Gicht und eben vor allen Dingen eben vor Herzkranzverengungen, solche Geschichten. Aber man sollte es nicht übertreiben, sonst hat man nachher den berühmten Weihnachtsspeck. Ach Gott, der gehört aber doch auch dazu. Hört auch dazu. So, wir packen die Nüsse auch quasi auf die Plätzchen jetzt hier. Das ist der Plan, ne? Genau. So kann man es machen. Wir haben das so ein bisschen bepinselt zwischendurch jetzt hier mit Eigelb, damit die schön kleben. Und dann kann man eben mit den verschiedenen Nüssen das Ganze belegen. Und das ist, gibt dann einen schönen Kranz da drauf. Und das ist eben, wie gesagt, so ein Spritzgebäck, so ein Mürbeteiggebäck ist sehr, sehr schnell gemacht, sehr einfach gemacht. Da klebt auch nichts, das kann man eben auch gut zu Hause mit Kindern nachmachen. Ich habe hier noch mal andere Plätzchen mitgebracht, zum Beispiel so schöne Florentiner, wo die ja nur von Nüssen so strotzen. Da sind auch Mandeln drin, die alles klein gehackt wurden. Oder hier vorne so Nusssterne sind sehr, sehr lecker. Das ist ein Nussteig, den wir da gezaubert haben. Und auch da sehen wir überall die Nüsse und die Walnüsse.
Walnüsse und die Haselnüsse da drauf. Das ist wirklich so ein Nussplätzchen pur dann. Und das ist eben das, was im Winter auch Spaß macht. Ich probiere direkt mal. Ne? Ja, die sind ja nicht Fall. Nur zum Angucken. Dekoration, da verarbeitet ihr auf dem Hof natürlich auch überall, ja. Ne? Die Zutaten des Winters. Also man genau. Sieht's hier, bei sieht irre Advents aus. Wahnsinn. Letzte Woche haben wir zusammen den Kranz gebastelt. Mhm. Habe ich schon gesagt, dieses Jahr ist es Trend, einfach mit Naturstoffen zu dekorieren. Und wenn man hier so einen Nusskranz sieht, das ist ganz toll als Türkranz. Und hier sind wirklich all das, was wir heute auch zum Essen knacken und probieren mitgebracht haben, einfach mal in den Kranz eingebunden oder einfach, wenn man es sich einfach machen soll, festkleben mit der Heißklebepistole. Das ist ein ganz toller Adventsschmuck und ist sehr stimmungsvoll, finde ich, jetzt zu der Jahreszeit. Kann man, wie gesagt, auch super zu Hause alleine machen. Wer nicht so viel Geduld hat, der fährt einfach zu euch. Was muss ich denn beim Kauf oder bei der Lagerung bei Nüssen beachten oder auch bei der Zubereitung? Da gibt es doch wahrscheinlich auch diverse Tipps und Tricks irgendwie, wie es... Zu einem sollte man, wie ich das hier gerade mache, die Nuss mal schütteln. Mhm. Wenn die zu sehr klackert, wenn man den Ton hört, dann ist sie nicht mehr frisch, weil dann hat sie sich schon eingezogen und dann ist sie vielleicht schon vor der Vorjahresernte und deshalb nicht mehr richtig gesund. Mhm. Ne? Also man merkt, die bewegt sich, die Nuss, aber sie klackert nicht. Mhm. Ne? Und dann sollten Nüsse am besten auch nicht in Folie verpackt sein, nicht in Plastik verpackt sein. Man sieht das oft in den Supermärkten. Das ist aber gefährlich, wenn die Temperaturschwankungen dann kommen in der Lagerung. Dann kann sich da Schimmel bilden. Und das sieht man dann spätestens, wenn man die Nüsse dann nachher aufgeknackt hat. Hier haben wir ja auch so geknackte Nüsse. Mhm. Man sieht, die sind richtig hell. Und das ist ein ganz tolles Zeichen. Die müssen hell strahlend sein, die Nüsse. Wenn die so gelb ranzig werden, dann sind die alt, dann sind die Fette schon verdorben. Mhm. Auch kann man es öfter mal sehen, dass, wenn man sie vielleicht in der Schublade vergessen hat, so lange, so geknackte Nüsse, dass sich dann so Fäden bilden. Das sind dann Mehlmotten. Das wird dann in den Mülleimer, das darf man nicht mehr essen. Genau. Dann passt es auch wunderbar auf ein Plätzchen. Vielleicht sag nochmal zum Abschluss bei uns, wie gesagt, heute die Plätzchen-Variante. Wo findet man Nüsse sonst? Wo packst du die in Rezepte? Also wo denkst du einfach, das ist ein super Zutat? Zu fast allem sehr, sehr lecker, weil sie einfach ein Knuspern dazu bringen. Also sei es auf einen Feldsalat, den wir jetzt im Winter ja vom Feld haben, ein paar Walnüsse da drauf, total lecker. Oder so Hähnchenspieße. All das kann man auch in der Pfanne noch mal schön mit Nüssen anbraten. Wenn man es brät, sollte man darauf achten, dass die Nüsse nicht die ganze Zeit mitgebraten werden, sonst werden sie bitter. Also dann ganz zum Schluss immer drauf und nur ganz kurz in die Pfanne. Und diese Röstaromen bringen nicht nur Geschmack, sondern bauen auch die Fette so um, dass sie gut verträglich sind. Perfekt. Also öfter mal ran an die Nuss, ist unser Fazit heute. Wir packen jetzt die Plätzchen noch in den Backofen und schnabulieren die noch weg. Fall. Peter, danke an dich. Und die Zuschauer können natürlich ganz in Ruhe zu Hause noch mal alles nachbacken, kochen und sich informieren über die Nuss. Wie immer unter www.gertrudenhof.info. So, und an dieser Stelle ist schon wieder Zeit, Tschüss zu sagen für heute. Ne? War eine super Sendung. Ich bin froh, es ist noch alles dran. Wir haben uns gut gestärkt. Peter, dich sehen wir schon bald wieder und die Zuschauer zu Hause auch. Morgen gibt es wieder eine Rheinzeit, wie immer um 18.30 Uhr. Bis dahin, Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.